سلام الله عليكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات. إذن في سلسلة دروس تعلم اللغة الألمانية Deutsch lernen in Marokko Deutsch mit أيوب. إذن نمر الآن إلى الهورن أي الاستماع، لأن هذا الجزء يتكون من أربعة أجزاء. Gut, hören Teil. Du hörst fünf kurze Texte. Du hörst jeden Text zweimal. Wähle für die Aufgaben 1 bis 5 die richtige Lösung. A, B oder C. Identistemmer. Dann was? Marvatein und Tujibo. Und der Job ist immer A, auch B, auch C. Gut, 1. Was sagt Karina zum Thema? Musik. A. Sie hört alles, was ihr gefällt. B. Sie hört nur in der Disco Musik. C. Sie mag besonders Rockmusik. Karina ist am Telefon. Hallo Karina. Hallo. Zum Thema Musik möchte ich sagen, dass ich es nicht verstehe, wie jemand nur eine bestimmte Musik hören kann. Zum Beispiel nur Rock. Ich zum Beispiel höre sehr viel Musik. Funk, Pop, Rock und Hip-Hop. Wichtig ist, dass ich die Musik mag. In der Disco finde ich am besten, wenn mal Rock, mal Pop, mal Hip-Hop kommt. Du hörst jetzt den Text noch einmal. Karina ist am Telefon. Hallo Karina. Hallo. Zum Thema Musik möchte ich sagen, dass ich es nicht verstehe, wie jemand nur eine bestimmte Musik hören kann, zum Beispiel nur Rock. Ich zum Beispiel höre sehr viel Musik. Funk, Pop, Rock und Hip-Hop. Wichtig ist, dass ich die Musik mag. In der Disco finde ich am besten, wenn mal Rock, mal Pop, mal Hip-Hop kommt. Gut, was ist richtig? A. Sie hört alles, was ihr gefällt. 2. Warum trägt der Junge nur Hip-Hop-Sachen? إذن هنا لماذا يأخذ الشباب الهيب-هوب أشياء حول الهيب-هوب؟ Weil er gerne Hip-Hop-Musik hört, weil er diese Kleidung mag, weil seine Freunde das auch tun. Viele halten mich für einen großen Hip-Hop-Fan. Ich meine, okay, ich kaufe mir teure Hip-Hop-Sachen und Skaterschuhe. Aber eigentlich bin ich gar kein Hip-Hop-Fan. Ich stehe nur total auf diese Mode. T-Shirts, Hosen und auch die Schuhe. Alles ist weit und bequem. Und eins ist klar, ich trage diese Kleidung nicht, damit ich den anderen gefalle. Ich trage sie, weil ich mich gut darin fühle. Du hörst jetzt den Text noch einmal. Viele halten mich für einen großen Hip-Hop-Fan. Ich meine, okay, ich kaufe mir teure Hip-Hop-Sachen und Skaterschuhe. Aber eigentlich bin ich gar kein Hip-Hop-Fan. Ich stehe nur total auf diese Mode. T-Shirts, Hosen und auch die Schuhe. Alles ist weit und bequem. Und eins ist klar, ich trage diese Kleidung nicht, damit ich den anderen gefalle. Ich trage sie, weil ich mich gut darin fühle. Dann, Jawab, was? Das, weil er diese Kleidung mag, لأنه يحب الملابس أو معجب بملابسه. 3. Wie bekommst du Informationen zu Sprachreisen? إذن كيف تحصل على المعلومات حول لغة السفر؟ A. Du gehst zum Rathaus. Du schreibst eine E-Mail an das Rathaus. Du telefonierst mit dem Rathaus. Die Stadt Bremen organisiert im August Sprachreisen für Schülerinnen und Schüler schon ab 14 Jahren. Wenn du interessiert bist, kannst du zwischen 8 Uhr und 12.30 Uhr im Rathaus unter der Nummer 030 25 25 25 anrufen. Dann bekommen deine Eltern mit der Post oder per E-Mail
genauere Informationen zugeschickt. Du hörst jetzt den Text noch einmal. Die Stadt Bremen organisiert im August Sprachreisen für Schülerinnen und Schüler schon ab 14 Jahren. Wenn du interessiert bist, kannst du zwischen 8 Uhr und 12.30 Uhr im Rathaus unter der Nummer 030 25 25 25 anrufen. Dann bekommen deine Eltern mit der Post oder per E-Mail genauere Informationen zugeschickt. Dann, ma huwa al-jawab? Du telefonierst mit dem Rathaus. Frage 4. Ein Mädchen dankt für ihr Geburtstaggeschenk. Sie dankt für تشكرك حول هدية عيد الميلاد وتشكرك den Rucksack, die Tasche für das Rad, die vielen Bücher. Das ist richtig. Hallo Onkel Jakob, danke für das tolle Geschenk. Genau diese Fahrradtasche wollte ich haben. In die passen endlich alle meine Schulbücher und ich kann sie ohne Probleme in die Schule mitnehmen. Die ist viel besser als mein alter Schulrucksack. Ich rufe dich bald wieder an. Danke nochmals. Tschüss! Du hörst jetzt den Text noch einmal. Hallo Onkel Jakob. Danke für das tolle Geschenk. Genau diese Fahrradtasche wollte ich haben. In die passen endlich alle meine Schulbücher. Und ich kann sie ohne Probleme in die Schule mitnehmen. Die ist viel besser als mein alter Schulrucksack. Ich rufe dich bald wieder an. Danke nochmals. Tschüss! Gut, was ist richtig? Also, die Tasche für das Rad. Frage Nummer 5. Welche Schüler sollen in die Bibliothek gehen? Alle Schüler. إذن أي التلاميذ يذهبون ينبغي عليهم الذهاب إلى الخزانة. إذن هل كل التلاميذ A. aus Herren Schmidt Klasse B. mit Interesse an einer Arbeit in den Ferien C. vom Schreibkurs. Achtung! Alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 10 bis 13 die einen Ferienjob suchen, gehen bitte in die Bibliothek. Dort informiert euch Herr Schmidt über das Projekt Ferienjobs. Bitte kommt pünktlich und bringt was zum Schreiben mit. Ende der Durchsage. Du hörst jetzt den Text noch einmal. Achtung! Alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 10 bis 13 die einen Ferienjob suchen, gehen bitte in die Bibliothek. Dort informiert euch Herr Schmidt über das Projekt Ferienjobs. Bitte kommt pünktlich und bringt was zum Schreiben mit. Ende der Durchsage. Gut, was ist richtig? Mit Interesse an einer Arbeit in den Ferien. Gut, hören Teil 2. Teil 2. Du hörst ein Gespräch. إذن هنا تستمع إلى محادثة. Du hörst den Text einmal. إذن هنا تستمع مرة واحدة. Was haben Julias und Leons Freunde am Wochenende gemacht? إذن ماذا فعل Julias وليون في وأصدقائه في نهاية الأسبوع؟ Wähle für die Aufgaben 6 bis 10 ein passendes Bild aus. A bis I. Wähle jeden Buchstaben nur einmal. Sieh dir jetzt die Bilder an. إذن الجواب صحيح من 6 إلى 10 صور وقم بالوضع إما A أو إلى A B C إلى E واختار واحد الصور جيدة. Nach dem Tennis habe ich Jenny beim Tischtennis zugeguckt. Toll! Und war Diana auch dabei? Wart ihr noch zusammen schwimmen? Nein, Diana macht doch samstags einen Tanzkurs. Sie findet die Musik da ja so toll. Echt? Ja, und weißt du was?
Ihr Bruder Stefan spielt jetzt in einer Musikgruppe Gitarre. Er übt 2-mal in der Woche und ist schon richtig gut. Elisabeth will auch in einer Band mitmachen, aber das ist schwierig. Sie spielt kein Instrument. Reiten kann sie aber super und das macht sie jeden Sonntag. Die Glückliche. Ich würde auch gern reiten, aber das ist leider zu teuer. Oskar hat dasselbe Problem. Er würde gerne Skifahren, aber das kostet auch viel. Die Ski, die Kleidung, der Unterricht. Also fährt er Fahrrad und das macht ihm auch Spaß. إذن من خلال الصور إذن فوتو 6 جيني جيت مدين فوتو دي أزو بيرسون جيني 7 ديانا مدين فوتو A ستيفان 8 مدين فوتو G إليزابيث مدين فوتو A und letzte أوسكار مدين فوتو C إذن ننتقل الآن إلى الصور. Das sind die Bilder. Wir dann A, B, wir dann schwimmen, hier tanzen, Radfahren, gehen, also Tennis spielen, Skifahren, Tennis spielen, Musik hören, Pferde spielen und hier Sport oder treiben. Also entweder geht es A, C, D, G und H. Hören Teil 3. Gut, hören Teil 3. Du hörst 5 kurze Gespräche. Du hörst jeden Text einmal. Eden Huna. Ramsat Asira, Ramsat Hewarat. Walakin, Walakin, Marat Samina, Lehi Marat Wahida. Wähle für die Aufgaben 11 bis 15 die richtige Lösung A, B oder C. Dann اختار الجواب صحيح من بين الأجوبة A, B oder C. Gut. 11. Welche Bluse kauft das Mädchen? A, B oder C? Kann ich Ihnen helfen? Ich möchte die Bluse aus dem Schaufenster. Die da ohne Arm. Sie ist daneben der mit langem Arm. Welche Größe haben Sie? S. Tut mir leid, aber die haben wir nur in M. In S haben wir noch eine mit kurzem Arm. Die ist auch sehr schön. Ach, M ist schon in Ordnung. Gut dann. Hier, bitte sehr. Dann, was ist der Antwort richtig? Das ist Foto A. 12, Frage 12. Was hat das Mädchen gestern Abend gegessen? A, B oder C. Also Fisch, Hamburger, Hähnchen. Was hast du gestern Abend Tolles gegessen? Ich wollte nur einen Hamburger haben, aber Lena und Sarah wollten lieber Fisch essen gehen. Im Fischrestaurant gab es auch Hähnchen, also habe ich das genommen. Es war okay. Ja, dann ist es ja gut. Gut, das ist Hähnchen. 13. Welches Fach macht Lisa am meisten Spaß? A, B oder C? Was ist dein Lieblingsfach, Lisa? Ist es Kunst? Also, der Kunstunterricht macht Spaß. Aber wir bekommen da so viele Hausaufgaben. Mein Lieblingsfach ist jetzt Chemie. Und was ist mit Erdkunde? Beim letzten Test hattest du doch eine sehr gute Note. Ach, dieses Fach finde ich etwas langweilig. Wie dann? Welche? Oder welches Fach? Das ist Chemie und Physik A. 14. Wie kommt Kevin zur Schule? In dem Käferti? Kevin in der Madrasa. Entweder A mit dem Fahrrad, mit dem Auto oder mit dem Zug. A, B oder C. Kevin, wie kommst du zur Schule? Ich würde gerne mit dem Fahrrad zur Schule fahren, aber es ist leider zu weit. Die Bahn ist immer voll, ich muss oft im Stehen fahren. Aber die Bahn ist auf jeden Fall besser, als mit dem Auto zu fahren. Sie ist nämlich schneller. Gut, welche? A, mit dem Zug oder mit dem U-Bahn. 15. Was findet man im dritten Stock? A, Restaurant. B, Sportsaal. C, Frisur. Entschuldigung,
Ist der Sportraum unten im zweiten Stock? Nein, der ist im dritten Stock. Im zweiten Stock ist der Friseur. Das Restaurant ist auch im dritten Stock, oder? Nein, da ist nur ein Café und eine Bar. Das Restaurant ist im ersten Stock. Okay, danke. Gut, welches ist Sportsaal? Hören Teil 4. Also Teil 4, du hörst ein Interview. Du hörst den Text zweimal. Wähle für die Aufgaben 16 bis 20 Ja oder Nein. Lese jetzt die Aufgaben. Das تختار جواب من 16 إلى 20 إما تضعه علامة إما بنعم أو لا. إذن اقرأ أولا الواجبات. Zum Beispiel hier als Beispiel 0. Katja ist Fußballerin. Ja oder nein? Frage 16. Katja wollte schon als kleines Kind Tennis spielen lernen. Ist das ja oder nein? Du hörst jetzt den Text. Erzähl mal, wie hat das angefangen? Meine Mutter spielt schon lange Tennis und ich bin immer mit ihr zum Platz und wollte mitspielen und so mit 5 habe ich dann einen Tennislehrer bekommen. Und spielst du auch in der Schule Tennis? Nee, in der Schule spielen sie Volleyball, aber da mache ich nicht mit. Ich spiele Tennis beim TV Heidelberg Süd, 4-mal pro Woche, 2 Stunden lang. Außerdem laufe ich 2-mal pro Woche 5 Kilometer und das reicht dann auch. Okay, verstehe. Wie sieht dein ganz normaler Tag so aus? Ich stehe morgens um 6 auf, frühstücke dann mit viel Obst, gehe zur Schule, esse mit Freunden zu Mittag und dann spiele ich Tennis, außer mittwochs. Und nach dem Tennis? Nach dem Training holt mich meine Mama ab und wir essen alle zusammen. Nach dem Essen mache ich dann nicht mehr viel. Thema Essen. Darfst du denn alles essen? Pizza, Pommes, Eis? Ich versuche mich natürlich gesund zu ernähren, aber manchmal gehe ich schon mit Freunden eine Pizza essen. Und auch mal ein Eis. Es ist alles erlaubt, nur nicht zu viel. Was machst du denn mit Freunden? Ach, in der Woche habe ich ja nicht so viel Zeit. Aber am Wochenende gehe ich mit Freunden ins Kino oder wir sind bei mir zu Hause und hören alle zusammen Musik. Und wenn das Wetter schön ist, gehen wir raus zum Inlineskaten. Du hörst jetzt den Text noch einmal. Erzähl mal, wie hat das angefangen? Meine Mutter spielt schon lange Tennis und ich bin immer mit ihr zum Platz und wollte mitspielen und so mit 5 habe ich dann einen Tennislehrer bekommen. Und spielst du auch in der Schule Tennis? Nee, in der Schule spielen sie Volleyball, aber da mache ich nicht mit. Ich spiele Tennis beim TV Heidelberg Süd, 4-mal pro Woche, 2 Stunden lang. Außerdem laufe ich 2-mal pro Woche 5 Kilometer und das reicht dann auch. Okay, verstehe. Wie sieht dein ganz normaler Tag so aus? Ich stehe morgens um 6 auf, frühstücke dann mit viel Obst, gehe zur Schule, esse mit Freunden zu Mittag und dann spiele ich Tennis, außer mittwochs. Und nach dem Tennis? Nach dem Training holt mich meine Mama ab und wir essen alle zusammen. Nach dem Essen mache ich dann nicht mehr viel. Thema Essen. Darfst du denn alles essen? Pizza, Pommes, Eis? Ich versuche mich natürlich gesund zu ernähren, aber manchmal gehe ich schon mit Freunden eine Pizza essen. Und auch mal ein Eis. Es ist alles erlaubt, nur nicht zu viel. Was machst du denn mit Freunden? Ach, in der Woche habe ich ja nicht so viel Zeit. Aber am Wochenende gehe ich mit Freunden ins Kino oder wir sind bei mir zu Hause und hören alle zusammen Musik. Und wenn das Wetter schön ist, gehen wir raus zum Inlineskaten. Gut, dann ja oder nein? Das ist ja. Auf 17. Sie macht auch in der Schule viel Sport. Ja oder nein? Das ist nein. 18. Katja trainiert jeden Tag. Ja oder nein? Nein. 19. Sie darf auch Süße essen. Ja oder nein? Ja. Und 20. Katja sieht mit ihren Freunden gerne Filme. Ja oder nein? Ja. Gut, ich bedanke mich ganz herzlich und viel Glück wünsche ich Ihnen. Vielen Dank.